Einmal einen Schluck Kaffee trinken währenddessen. Einheit bereit. Ich sag mal, die 600, Motor, das passt. Währenddessen können die schön produzieren. Einheit repariert. Es kann auch sein, vielleicht finde ich ja irgendwo nochmal so einen geilen Ölbohrturm oder sowas, ne, den ich noch einnehmen kann. Was wird sich auf jeden Fall lohnen. Auf Landeinheiten brauche ich, glaube ich, nicht viel zu setzen. Weil ich glaube, da wird nicht viel passieren. Ah, guck mal, ein Bünkerchen. Aber auch das wird vermutlich nur ein Vorposten sein. Schauen wir doch mal. Einheit bereit. Die sind auch schön schnell, das ist echt gut. Also zum Squatten sind die echt geil. Aber was befindet sich da? Da muss ja auch irgendwas sein. Hallo. Na du? Hätte ich die Möglichkeit, ein mobiles Baufahrzeug zu bauen, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir dann, ich sag mal, auf einer anderen Insel vielleicht einmal so ein bisschen eine neue Basis errichten soll, um da halt einfach ein bisschen was abzuernten, ne? Um halt die Ressourcen zu behalten, weil viel ist hier auf meiner Insel ja nicht. Also es ist genug, ne? Wie man auch oben sieht, das Geld ist auf einmal wieder da. Was bist du? Eine Kuh. Hallo. Ist ja gerade so blau aus irgendwie. Ja, oh, Knick in der Optik. Kann aber auch sein. So. Gut. Ich kann mich noch an die U-Boote der Wolf-Klasse erinnern, aus dem ersten Alarmstufe Rot. Ey, das waren echt, die waren so overpowered. Aber was ich auf jeden Fall hier an Alarmstufe Rot schon deutlich geiler finde, ist, dass das Balancing ausgeglichener ist als im ersten Alarmstufe Rot. Weil da war... Oder die Waldfee. Also ich meine, was die... Nee, eigentlich hatten die... Ja, doch auf der Marine hatten die Alliierten auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Aber was dann aber auch mit dem Add-on, nämlich Gegenschlag oder halt Vergeltungsschlag, wie auch immer das auf dem PC gehießen hat. Auf dem PlayStation hieß es auf jeden Fall Gegenschlag. Haben die damit auch wieder komplett rausgenommen, ne? Weil da gab es halt die U-Boote der Wolf-Klasse. Meine Fresse, das waren echt Viecher, ey. Die waren richtig böse. Aber waren geil. So, zack. Nur hier zum Beispiel, also jetzt in diesem Teil, haben die sogar zum Beispiel, zumindest soweit ich das jetzt in der Alliierten-Kampagne beurteilen konnte, so gut wie gar keine Luftwaffe. Mit Ausnahme vom Kirov. Dafür halt natürlich genügend Möglichkeiten, Luftwaffe halt kaputt zu machen, ne? Ist ja auch in Ordnung. Ja, guck mal, das sieht auch sehr, sehr interessant aus. Hilfe. Alles klar. Das sollte ich mir vielleicht hier nochmal ein zweites Mal angucken. Weil dafür könnte ich nämlich... Pass auf. Ihr kommt dahin, ihr kommt dahin. Aber die Klotzköpfe, die sind dafür nämlich, glaube ich, hervorragend geeignet, Leute aus der Ferne zu beharren. Wie geht's dir? Okay. Ja, okay, du hast einmal Prisma-Turmschuss abgekriegt. Wahrscheinlich werde ich den Rest sowieso mit Landeinheiten machen müssen. Einheit bereit. Lass ein paar Mal meine Buggys hin und her fahren lassen. Oh, ein schöner Strand. Und sogar hier. Guck mal, die Männer sehen aus wie Höhlenmenschen und die haben auch so Lehmhütten, ne? Und die Frauen im Bikini mit Sonnenschirm in einem geilen Hotel. Es ist unfassbar, wie unfair das ist. Ist aber auch ein schönes Urlaubsfeeling mit so einem Bunker hier in der Nähe, ne? Ich nenne es mal kulturell. Motoren arbeiten. So, okay, die sind jetzt also fertig. Okay, ein Schluck Kaffee vorher. Moment. Schiff meldet sich. So, ihr seid die Nummer 2. Und du, mein Freund, ich höre. Kommst einmal bitte zurück hierhin. Das heißt, wir haben die 1, wir haben die 3. Dreimal dürft ihr raten, was ihr werdet. Weiß nicht, ob ich schon Ressourcen investieren soll, um die Sachen nachzubauen. Weil die U-Boote, die können halt fallen, wie die fliegen. Das ist echt ein Problem. Ich höre. Weil die können sich da nicht richtig positionieren und dann dauert das gefühlte 13 Jahre, bis es soweit ist. Das heißt, es kann voll in die Hose gehen. Aber hey, dafür habe ich gespeichert, ne? Ich höre. So, zack. Auf geht's! Bestätigt. Die Bunker mache ich später. Das ist wahrscheinlich einfach nur als Schutz, sollte ich auf die Idee kommen, mich hier irgendwie zu nähern. Und das also über das Land zu regeln, wäre ja auch eine Möglichkeit, klar, ne? Was ich jetzt natürlich nicht erkundet habe, ist dieser Bereich. Ah, die U-Boote, die haben auch gar nicht so wenig Speed eigentlich. Das ist gar nicht so verkehrt. So, sammeln. Schiff meldet
Wir kommen mal näher ran und Attacke! Feuer nach eigenem Ermessen. Motoren bereit. Ist schon assi. Vernichte die! Guck mal, da ist auch irgendwas. Aha. Oh, da gehen sie down. Da gucken sie auch blöd und traurig aus der Waschwäsche. Wie ist das denn hier eigentlich mit der Sichtbarkeit der U-Boote? Weil früher war es, glaube ich, so, wenn ich irgendwie angegrenzt habe an einem feindlichen, an einer feindlichen Einheit, dann konnte ich den sehen. Das heißt, ich musste immer quasi mit einem Platzunterschied das machen. So, okay, dann kümmern wir uns jetzt langsam erstmal um die Landdezimierung. Ich überlege gerade. Ja, ich meine, diese Bünkerchen, weiß ich. Ist killifit. Ich kann die mit 5 Panzern hin und mach die beiden Dinger mit den 5 Panzern kaputt. Das werde ich, glaube ich, auch tun. Brauche ich nur euch einmal. Und 5 Panzer, die ich nicht habe. Okay. Aber macht ja nichts. Warum greife ich mich denn jetzt nicht mehr hier auf Land eigentlich an, sag mal? Achso, das sind meine Einheiten. Ich höre. Wo steht ihr? Alter! Nicht Feuer schlecht! Das muss ich euch ja lassen, ne? Das ist nicht verkehrt, was ihr da tut. Gucken wir mal. Oh mein Gott, ich liebe die. Bounce! Alter, wie geil seid ihr denn? Was für eine Entfernung. Die sind mir gar nicht so aufgefallen, als sie mich damit angegriffen haben. Okay, ich hatte auch, glaube ich, immer halt hier diese Anti-Aircraft-Boote hatte ich da ja auch immer rumstehen. War, glaube ich, die Zerstörer. Jetzt muss ich mich aufpassen, ich habe hier nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich habe nicht mehr viele Möglichkeiten, hier jetzt irgendwas zu machen. Schlicht und ergreifend, weil, ja, ist halt so. Ja, nee, weil hier nicht mehr viel Erz ist. Nein, hier? Dankeschön, ja. Schön, dass ich doch dazu entschloss. Da sind noch Sachen drin? Ach nee, die nehmen einfach nur 3 Plätze ein. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Hier, lad du die auch mal auf hier. Wie schön, dass die auch fast alle kaputt sind. Echt. Super, ey. Toll, Dennis, machst du das. Ist der voll? Der ist voll. Ah, guck mal. Das finde ich so nett. Ich könnte sie reparieren, ich weiß. Ich weiß. Verurteilt mich nicht. Einheit bereit. So, okay. Nehmen wir einmal einen von unseren Flaggies. So, noch mal ein bisschen mehr zu erkunden, ob wir da noch ein bisschen was erkennen können. Ja, ansonsten. Dann ist das Thema zumindest gleich auch schon mal durch. Einheit bereit. So, das heißt, du kannst da schon mal landen. Fahr mal da einfach mal dahin, so. Zack. Achso, nee, du bist ja blöd. Stimmt. Ich vergaß. Und tschüss. Ich höre. Captain bestätigt. Navigiere. Man muss halt ein paar Opfer eingehen, ne? Captain bestätigt. Okay, 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 okay. Ich höre. Feuer nach eigenem Ermessen. Sind so böse, die Dinger, ne? Aha, aha. Hallo. Nein. Hau ab. Och, bleib doch hier. Bleib doch hier. Ich höre. Feiges Stück, echt, ey. So, und jetzt darfst du einmal querfeld ein. Ich hatte das in allen Command-Conquer-Teilen teilweise aber echt so gemacht, dass ich meine Erzsammler wirklich abgesetzt habe und mit einem ja, damals war es halt, glaube ich, ein normales Landungsboot auch wieder abgeholt habe, sobald es voll war. Aha, aha, aha. Sag gerade. Das nächste Bünkerchen hier mal kaputt machen. Ja, aber eigentlich kann ich doch hier mit dem ein bisschen Spaß haben, oder? Ich lock den jetzt wieder an. Das eine Bötchen. Und dann sollte der ja eigentlich böse auf den sein, denke ich mal. Na, kommst du vorbei? Kommst du vorbei? Hallo? Captain bestätigt. Ich komme sogar zu zweit diesmal. Schiff meldet sich. Feuer nach eigenem Ermessen. Ziel gesichtet. Richtig schön assi. Und ich habe nicht verloren. Feuer nach eigenem Ermessen.
Bleibst du wohl stehen? Bleibst du wohl stehen? Du kleines feiges Stück. Ja, sonst können wir hier jetzt den Sammlern hier ein bisschen auf den Sack gehen, ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit, eine gangbare. Wie fahrt ihr denn hin? Könnt ihr vielleicht so einen Gang zurückschalten? Hier ist es mir ein bisschen zu eng tatsächlich. Aber hier ist die Flotte. Ah, ja, okay, komm, weißt du was, scheiße. Nein! Ja, wie dieser scheiß Insel. So, jetzt habt ihr keine Möglichkeit mehr zu landen, ihr Penner. Ihr müsst auch schnell dahin. Das ist der da hinten, okay, alles klar. Ja, okay, einer stirbt dann halt, dann ist das so. Warum ist es halt so? So. Hol dich zurück. Ich höre gerade irgendwas, was beschossen wird. Von irgendetwas. Einheit verloren. Stopp, einfach bewachen. Bewacht einfach. Geht in den Bewachungsmodus über. So, okay, wunderbar. Du machst den hier fertig. Ich habe gerade mal nur mal hier meine anderen mal beauftragt, ne? Die mit den fetten Raketen. Einheit verloren. Okay, jetzt warten wir mal ein Momentchen ab. Bis die soweit sind. Und, oh ja, sie haben sich schon in Stellung gebracht. Ja, also es macht doch vielleicht gar nicht so wenig Bock mit den Marineeinheiten. Es kann vielleicht doch ganz gut klappen. So, eins nach dem anderen niedermähen. Zack, zack, zack. Habt ihr was nachgebaut? Nein, habt ihr nicht. Hervorragend. Könnt ihr fahren und schießen gleichzeitig? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss die Luftwaffe irgendwie kaputt kriegen. Die Meeresskorpione sind zwar ganz geil, ne? Aber... Kommen die Raketen an? Ja, sie kommen an. Stopp. Bleibt erstmal geschmeidig. Ah, guck mal, da haben die ein bisschen Flak. Los, komm, vernichtet sie. Sieht aber gar nicht mal so verkehrt aus, um ehrlich zu sein. Dann soll ich denn jetzt erstmal da drum kommen? Wir müssen sogar noch ein bisschen Entfernung erstmal aufbringen, weil ihr zu nah dran seid für eure Raketen. Oder macht euch selbst kaputt, wäre natürlich auch geil. Und ich sehe hier schon, hier ist irgendwo, ich glaube, der Bauhof, oder? War es das schon? Einsatz erfolgreich. Sauber. Da geht sie down. Hervorragend. Ah, okay, immer unter Durchschnittszeit hervorragend. Ich bin jetzt Starship-Lieutenant, Oberleutnant. Sie haben Pearl Harbor so schnell zerstört, dass die Admiräle der Alliierten ihre Schiffe nicht mehr in See stechen lassen wollen. Ist das eigentlich, hat das was damit zu tun, was hier jetzt steht, mit der Zeit, die ich gebraucht habe? Hat das irgendwas miteinander zu tun? Vermutlich nicht. Aber ist ja auch egal. General, guten Abend. Brillant erledigt, wie ich sehe. Aber ich habe schlechte Nachrichten. Wladimir, Sie sollten das auch hören, bevor es bekannt wird. Premier Romanow ist erkrankt und kann nicht mehr länger seinen Verpflichtungen nachkommen. Wirklich? Aber nicht nur darum machen wir uns Sorgen. Die Alliierten verhandeln mit dem deutschen Professor Albert Einstein, dem Erfinder der Chronosphäre, einem Massenteleportiergerät. Meiner Informationsquelle zufolge ist ihr erstes Ziel unser Forschungslabor im Ural. Ich bin überzeugt, dass die Alliierten versuchen werden, die Pläne des neuen Apokalypse-Panzers zu stehlen. Oh, hat sie der Geheimdienst nicht gewarnt, dass Einstein dahinter stecken würde? Oder ist er nicht empfänglich für ihre Manipulation? Jetzt hören Sie aber auf! Sie sind ein Verräter! Und ein Dummkopf, wenn Sie denken, dass ich Ihnen das abnehme. Genug, General Wladimir! Panzer und meine Sie sind entlassen, kapiert? Ihre Tage sind gezählt. General, verteidigen Sie die Berge. Ich überbringe dem Premier Ihre besten Wünsche. Apokalypse-Panzer. Wie lange soll ich das denn vermitteln? Vermitteln, verteidigen. Vermitteln, was laber ich da für einen Schwachsinn? Produktion läuft. Gegen alliierte Angriffswellen, alles klar. Gut, was haben wir denn da überhaupt? Du bist das Forschungslabor, richtig? Richtig. Rekrute meldet. Marschiere los. Also viel habe ich jetzt natürlich noch nicht. Wuff.
Ah, guck mal, das sieht doch schon mal lecker aus. Das war sehr, sehr lecker sogar. Wir fallen nicht drum in 2 Minuten, okay. So eine Mission gab es doch auch bei KKND auf jeden Fall, das weiß ich noch. Das war zum Kotzen. Da hing nämlich am Ende irgendwo eine Einheit fest und ich habe sie einfach zum Verreck nicht gefunden. War nicht so schön. Produktion abgeschlossen. So, zack. Politisches Energieniveau. Halt die Fresse. Produktion läuft. Neue Bauoptionen. Vorgang nicht möglich. Vorgang nicht möglich. Produktion läuft. Ja. Produktion läuft. Training. Sollen wir überhaupt machen? Nee, machen wir nicht. Produktion abgeschlossen. Ich sag mal, das, was wir jetzt machen Produktion können. Abgeschlossen. Beziehungsweise. Läuft. Ich schätze mal, die erste Angriffswelle wird hoffentlich nur Soldaten stehen. Dass sich vor der Chronosphäre die alliierten Truppen sammeln. Gerade wurde bereits ein Trupp teleportiert. Oh nee. Ist die Frage, muss ich Rücksicht nehmen auf, sag schnell, Flugeinheiten? Und es wäre noch eine weitere Frage, das muss ich gleich mal nachgucken. Ich kriege, glaube ich, 1000 zurück, wenn ich so eine Raffinerie verkaufe, ne? Ich guck mal, was die Erntemaschine kostet, das ist ein Sammler. Ob das jetzt hier genauso ist wie damals, dass es sinnvoller ist, einfach nur eine Raffinerie zu bauen und die einfach zu verkaufen, kostet 1400. Produktion läuft. Der Apokalypse-Panzer kann sowohl Boden als auch Luftziele effektiv angreifen. Vielleicht ist er die letzte Einheit, die eine Schlacht überlebt. Geil. Eintreffende Nachricht. Ich denke, wir hetzen ein paar Hunde auf die feindlichen Spione. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Reparatur läuft. Eintreffende Nachricht. Sie müssen sich über etwas klar werden. General Kavil hat einen Laster stationiert in der Nähe unserer Ortschaften. Er verbreitet damit kapitalistische Propaganda und hetzt damit unsere eigene Bevölkerung gegen uns auf. Produktion abgeschlossen. Produktion so, okay. Läuft. Jetzt kommen wir so langsam mal ein bisschen uns mal auf die Verteidigung vorbereiten. Na komm, was soll der Geiz, ne? Produktion abgeschlossen. So, jetzt haben wir 2 von denen. Das ist gut. Wir kriegen jetzt, glaube ich, Kohle ohne Ende sowieso.